Heute Nacht um 0.32 Uhr wird eine Falcon 9 Rakete mit einer ganz besonderen Fracht gestartet. Eine neue Phase der Aliensuche startet, wenn der NASA-Satellit TESS ins All geschickt wird. TESS steht dabei für Transiting Exoplanet Survey Satellite, also Satellit zur Untersuchung vorbeiziehender Exoplaneten. Sein Vorgänger Kepler, über den haben wir ja oft berichtet, der geht in Rente und TESS wird ihn ersetzen mit viel spannenderen Leistungsdaten. Ja, also, ob wir jetzt schneller Aliens finden werden? Unser Thema jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, das Weltraumteleskop Kepler geht in Rente. Ihm geht der Treibstoff aus, um sich korrekt auf die zu untersuchenden Sterne auszurichten und in anderer Richtung wiederum auf die Erde, um die gewonnenen Daten zu übermitteln. Kepler hat bis heute Unglaubliches geleistet. Die Entdeckung der Mehrheit der Exoplaneten geht auf sein Konto. 2500 Stück. Der absolute Wahnsinn, der jetzt aber noch getoppt wird. TESS hat nämlich deutlich verbesserte Leistungsdaten und eine veränderte Mission. Zum einen, es sucht nicht kleine Ausschnitte des Himmels ab, sondern hat eine 350 mal größere Beobachtungsfläche als Kepler. Das alte Weltraumteleskop suchte den Himmel ja Stück für Stück ab. Ja, und dabei ist das ja alles wirklich ein wenig verblüffend, dass es Exoplaneten gibt. Das wissen wir ja erst seit den 90er Jahren. Vorher gab es keine Methoden, um sie aufzuspüren. Mit der Entdeckung von drei Planeten, die um den Pulsar PSR 1257+12 kreisen durch den polnischen Astronomen Aleksander Wolczan, wurde das 1992 anders. Der Pulsar pulste nämlich unregelmäßig, da Planeten seinen Strahl blockierten. Durch die genaue Bestimmung dieser Unregelmäßigkeiten konnten drei Planeten entdeckt werden. Es waren damit die ersten Planeten, die zweifelsfrei existierten. Und 1995 wurde dann der erste Planet entdeckt, der um einen Stern ähnlich unserer Sonne kreist. Planet 51 Pegasi b kreist um einen Stern im Sternbild des Pegasus. Seine Entdecker hatten festgestellt, dass der Stern 51 Pegasi im All herumeiert, verursacht durch einen Planeten, der um ihn kreist. Anhand der Stärke dieses Eierns konnten sie sogar die Größe des Planeten errechnen, 0,46 Jupitermassen. So langsam kam die Planetensuche in Fahrt. Jetzt ging es darum, Planeten aufzuspüren, die erdähnlich sind und damit Leben ermöglichen. Es war wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Die meisten Planeten waren zu heiß, zu kalt, zu klein, zu groß. Es gab kein Wasser auf ihnen oder sie kreisten zu nah um ihr Zentralgestirn. Doch in den letzten Jahren wurden immer mehr Planeten entdeckt und damit auch immer mehr, auf denen Leben möglich ist. Eine Bedingung ist ja die Entfernung der Planeten zum Stern, um den sie kreisen. Sie müssen sich in der Goldlöckchenzone, die heißt tatsächlich so, der habitablen Zone befinden. Benannt ist diese Zone nach dem Märchen über das Goldlöckchen, das erst zu heißen Brei ist, dann zu kalten und dann Brei, der richtig temperiert ist. Denn das ist die wichtigste Bedingung. Es darf auf dem Planeten nicht zu heiß und nicht zu kalt sein, damit Leben entstehen kann. Aber es gibt Planeten, auf denen diese Bedingungen gelten und auf denen sogar ausreichend Wasser vorhanden ist. Doch das sind nur sehr wenige. Gliese 1214b ist einer von ihnen und vielleicht derjenige mit den besten bekannten Lebensbedingungen. Er hat den richtigen Abstand zum Zentralgestirn, einem roten Zwerg, einem kleinen, nicht sehr heißen Stern, und Gliese 1214b verfügt über eine Atmosphäre mit einer Menge Wasserdampf. Hier sind die Chancen am größten, dass es Leben dort existieren könnte. Allerdings ist Gliese 1214b rund 40 Lichtjahre von uns entfernt, für uns zurzeit unerreichbar. Ja, und es wurden ja immer mehr solcher Planeten entdeckt, zuletzt das TRAPPIST-1-System mit sogar 7 Exoplaneten, von denen 3 in der habitablen Zone liegen. Mit heutigem Stand sind 3765 Exoplaneten entdeckt worden und mit TESS soll diese Zahl deutlich höher werden. Es wird 200.000 Sterne untersuchen, die möglichst nah an der Erde liegen, und wird so mit dem Transitverfahren besser, schneller und damit wahrscheinlich viel mehr Exoplaneten finden. Bei diesem Verfahren wird ja untersucht, ob und wie stark und wie regelmäßig Sterne sich verdunkeln. Daraus kann ganz einfach errechnet werden, wie groß und in welcher Entfernung und in welcher Geschwindigkeit Planeten an den jeweiligen Sternen vorbeiziehen. Und damit auch in Abhängigkeit von der Sternenklasse und der Größe des Zentralgestirns, ob sie in der habitablen Zone liegen und damit Leben auf ihnen existieren könnte. Und das geht jetzt ganz schnell los. In 2 Monaten ist TESS auf Position und dann startet die Mission, die ist zunächst auf 2 Jahre begrenzt, bis dann hoffentlich endlich der x-fach verschobene Start des James Webb Weltraumteleskops stattfindet. Dann geht es nämlich wirklich ab und wir haben eine Riesenchance, Spuren von Leben zu finden. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Aliensuche und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der
genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, außerirdisches Leben an viel mehr Orten möglich. Da geht es um die These, dass sie vielleicht nicht unbedingt in der habitablen Zone liegen müssen. Also, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.